Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie oft ich noch Gelegenheit habe, zum Haushalt des Auswärtigen Amtes zu sprechen, und ich wünschte, wir hätten bei diesem Haushalt mehr finanziellen Spielraum. Die tatsächlichen Kürzungen wirken in der Tat schwer. Aber ich will an dieser Stelle deutlich machen, was mir wichtig ist, seit ich 2013 in diesen Bundestag gekommen bin und quasi in die Lehre gegangen bin bei Ulla Schmidt im Unterausschuss für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, und will erstmal ihr stellvertreten und allen Danke sagen, die sich für dieses Feld unserer Außenpolitik verdient gemacht haben. Die wenigsten wissen, was für einen Schatz wir da zusammen hüten. Und da ich gehört habe, dass der Kollege Otto Fricke hier genau mitschreibt, lieber Otto, das ist ein Schatz, der sich vermehrt, wenn man ihn teilt. Warum? Der Soziologe Ulrich Beck, der fehlt, der hat über die Ausdehnung des Wir gesprochen. Er beschrieb damit die Idee einer Weltgesellschaft, in der Solidarität und Zugehörigkeit sich über lokale und nationale Grenzen hinaus erweitert, weil wir Menschen doch gezwungen sind zu erkennen, dass wir Teil einer größeren globalen Gemeinschaft sind, dass unser Schicksal miteinander verbunden ist, von Umwelt bis Technologie. Wir lösen Probleme nicht isoliert, sie erfordern gemeinsames globales Handeln, und ich wünschte, wenigstens diese eine Wahrheit würden wir alle erkennen, in der Welt, aber auch bei uns. Diese Debatte würde allerdings konsequent gedacht wohl nicht Haushalt des Auswärtigen Amtes heißen, sondern im Prinzip Maßnahmen zu einer Weltinnenpolitik. Denn es geht hier nicht um Wolkenkuckucksheim, sondern um gemeinsame Verantwortung. Und unsere Verantwortung hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, als gewählte Abgeordnete ist eine besondere. Die politische Klasse sind wir. Und es ist unsere Verantwortung, gemeinsam etwas Gutes hinzubekommen, von den Kommunen bis in den Deutschen Bundestag. Und das reicht bis in die Welt. Und sehr verehrte Damen und Herren, bei aller Komplexität der globalen Auseinandersetzungen gibt es doch eigentlich nur zwei politische Kräfte in der Welt. Die der Liebe und die der Angst. Politisch gesprochen die, die mit Angst agieren, und die, die auf konstruktive Hoffnung setzen, obgleich wir alle wissen, was vor uns liegt, welche Probleme wir gestalten müssen. Und diese letzteren Kräfte, die müssen wir stärken, von den USA bis nach Europa. Gerhard Baum hat vorgestern an diesem Pult über den Kampf, über eine neue Weltordnung gesprochen. Mit der Förderung von Kultur, Bildung und Wissenschaft in der Welt leisten wir einen entscheidenden Beitrag zum Frieden. Dadurch, dass wir junge Menschen sich begegnen lassen, in den Auslandsschulen, den Goethe-Instituten, lernen sie unsere Sprache. Wissenschaftlerinnen, die über den DAAD, das Netzwerk der Humboldt-Stiftung, miteinander Wissen teilen, es vermehren. Verfolgte Künstlerinnen und Künstler, die Schutz bekommen bei uns, das Archäologische Institut, die UNESCO, die das kulturelle Erbe der Menschheit bewahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kürzungen bei all diesen Organisationen sind bitter. Die Mittel der Jugendbewegung oder der Jugendbegegnung zum Beispiel werden halbiert. Wir unterschreiten deutlich die Kulturmilliarde. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Auslandsschulen dürfen keine Eliteschulen werden, mit Zugang nur für wenige Privilegierte. Sie sollen offene Orte der Begegnung bleiben. Das ist zumindest das Verständnis auch meiner Fraktion. Der Aufstieg durch Bildung, auch dieses Versprechen, muss ein internationales sein. Es gibt aber auch durchaus gute, ich sag mal etwas Wein im Wasser, gute Ansätze hier im Haushalt. Das Kultur-THW kann kommen, für das sich viele eingesetzt haben. Der Kulturwagen, der bei Umweltkatastrophen Kulturgut erhalten kann und der europaweit inzwischen diskutiert wird. Ein sehr gutes Projekt und andere Dinge. Gut ist zum Beispiel auch, dass die Förderung zur Holocaust-Erinnerung unverändert stabil bleibt. Danke dafür an das Auswärtige Amt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Dinge kommen selten in die Tagesschau. Ich will Sie und uns alle ermutigen, dennoch nie auf sie zu verzichten. Und Ulrich Beck sagte übrigens, als er gefragt wurde, was sein größter Erfolg war, dass ich einer Marzipankugel widerstehen kann
Und was war Ihre dramatischste Fehlentscheidung, sie nicht zu essen? In diesem Sinne sparen wir nicht am Marzipan. Herzlichen Dank und Glück auf!